Den Vortrag, den ich heute halten werde, den habe ich zusammen mit Redakteuren von der Zeitschrift Gegenstandpunkt erarbeitet. Und ich möchte darauf hinweisen, dass in dieser Zeitschrift eben zwei Artikel schon zum bedingungslosen Grundeinkommen, zum BGE. Wenn ich die Abkürzung BGE verwende, dann ist klar, was gemeint ist. Da muss man nicht dauernd den Riemen da sagen. Da sind zwei Artikel zum BGE erschienen. Einmal nämlich einer, der sich ausführlich mit einem, ja, ich weiß nicht Gründer, aber halt einen ganz bekannten Verfechter davon, nämlich dem Götz Werner. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass der mit dem BGE bekannt geworden ist, beschäftigt. Der liegt hier vorne aus, das ist in der Nummer 310. Und dann einer aus diesem Jahr, der sich damit befasst, weil überraschenderweise oder nicht überraschenderweise, je nachdem, haben sich jetzt nämlich Wirtschaftsverbände für das bedingungslose Grundeinkommen ausgesprochen. Und in dem Artikel wird abgehandelt, was denn die Wirtschaftskapitäne an dem bedingungslosen Grundeinkommen spannend findet und was das eigentlich verrät, was die für die Zukunft der Arbeit vorgesehen haben. Das ist in der Nummer 117, liegt auch vorne am Büchertisch aus. Unsere Veranstaltung ist in zwei Teile geteilt, nämlich heute soll es um die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen gehen, näher drum um die Vorstellungen, die die Verfechter des BGE haben, über die Wirtschaft hierzulande, über Armut und Reichtum, über Arbeit und Arbeitslosigkeit und über das Geld, was sie umverteilen wollen. Sodass für Sie es ein ganz einfaches Rezept ist, einfach Geld umverteilen, dann gibt es keine Armut mehr. In einem zweiten Teil, und das wird dann mehr als Diskussionsveranstaltung gemacht werden, die Termine, das ist nächste Woche in Nürnberg und in zwei Wochen in Erlangen. Genaueres könnt ihr den Flugblättern entnehmen, die hier vorne ausliegen. Wird es darum gehen, was aus der Idee wird, wenn sie bei der Politik ankommt und was das mit der Idee selber zu tun hat, was das nochmal über die Idee selber sagt. Gut, ich fange jetzt einfach mal an. Ach ja, und normalerweise sage ich an der Stelle, Leute, unterbrecht mich ruhig, ich finde schon wieder in mein Zeug rein. Ich würde heute, außer es gibt, ich bin zu unverständlich, wenn ich akustisch unverständlich bin, dann müsst ihr euch natürlich sofort melden, aber ihr habt was nicht verstanden. Ich würde bitten, erstmal ein bisschen abzuwarten, was ich denn an Kritik an den Vorstellungen von den Verfechtern des BGE sagen will. Lasst mich erstmal ein bisschen vortragen und hakt dann ein. Es wird genügend Pausen geben zur Diskussion und mein Vortrag ist nicht kurz, das will ich gleich vorwegschicken. Aber es gibt Gelegenheiten, da einfach Pausen zu machen und da können wir dann einfach über alles diskutieren. Aber einfach hört mal erstmal ein bisschen, was ich denn daran auszusetzen habe. Die Anhänger des BGE, die stimmen nicht in den Chor derer ein, denen beim Stichwort Armut gleich einfällt, in Deutschland geht es den Leuten doch gut. Sie beharren darauf, dass es hierzulande Armut gibt und dass sie das für einen Skandal halten, der abgeschafft gehört. Sie wollen sich nicht damit zufrieden geben,
dass hierzulande doch niemand verhungert, sondern verweisen auf den riesigen Reichtum, der produziert wird und von dem ganz viele Leute nichts haben. Sie beharren darauf, dass Armut in materieller Not, Existenzunsicherheit und einen lebenslangen Kampf um Lebensunterhalt besteht und haben sich dagegen ein Rezept ausgedacht. Ein Grundeinkommen für jedermann, und zwar ein bedingungsloses. Wie jeder, der an der Gesellschaft was ändern möchte und dafür nicht die Macht hat, weil die Macht braucht keine Argumente, brauchen Leute, die was ändern wollen, eben Argumente für ihren Vorhaben, warum man sich ihrer Sache anschließen will. Und die Anhänger des BGE bringen auch Argumente vor. Sie verweisen auf einen fundamentalen Widerspruch des marktwirtschaftlichen Wirtschaftstreibens, für den ihr Konzept die Lösung wäre. Dieser Widerspruch, auf den Sie verweisen, der besteht darin, dass ausgerechnet die flächendeckende Steigerung der Produktivität der Arbeit mit materieller Not der auf Arbeit Angewiesenen einhergeht. Nur, gerade weil die Vertreter des BGE mit einem sehr fundamentalen Anspruch antreten, Bedrohung durch Armut für alle abschaffen, wie es in ihrem Zitat heißt, und dafür mit einem sehr fundamentalen Befund werben über Produktivität und Arbeitslosigkeit, was ganz systematisch ist in der Marktwirtschaft, müssen Sie sich auch mal gefallen lassen, dass man Ihre Urteile, die Ihrem Anspruch und Befund und damit auch Ihrem Rezept, die Urteile, die dem zugrunde liegen, dass man die überprüft und sagt, hauen Sie hin, stimmen Sie oder stimmen Sie nicht. Deswegen will ich mich nicht in die Frage einmischen, die normalerweise immer diskutiert wird, welche Wirkungen, gute oder schlechte, ein bedingungsloses Grundeinkommen denn haben könnte. Weil ich eben mal die Idee selber und die ihr zugrunde liegenden Urteile prüfen will. Und dabei geht es sicherlich nicht darum, Ihnen vorzuhalten, wie das auch üblicherweise geschieht. Ein BGE, das kann man doch gar nicht umsetzen. Das ist doch nicht realisierbar. Nein, es zeigt ja schon, dass die Politik darüber diskutiert, dass das durchaus umsetzbar ist. Aber halt dann so, wie die Politik meint, wofür das BGE die Lösung ist. Wie gesagt, darüber wird es auf der nächsten Veranstaltung gehen. Meine Kritik, das will ich gleich vorwegschicken, damit ihr euch nicht dauernd fragt, worauf will er denn jetzt hinaus? Meine Kritik ist, ich glaube, die Idee des BGE, das lebt einfach von einer verkehrten Auffassung darüber, wie es in der Wirtschaft hierzulande zugeht, über Arbeit und Reichtum in der BRD. Und das möchte ich jetzt mal zeigen. Ich habe euch einen Zitatezettel hingelegt, wo ich jetzt lange über dieses erste lange Zitat handeln will. Ich erspare mir das, es vorzulesen. Ihr könnt ja alles selber lesen. Machen wir mal kurz eine Pause, lest es mal durch.
Also es ist zwar lang, aber es ist auch groß geschrieben, so, also lange dauert das nicht. Sagen Sie mal laut, bis 9:30 haben wir halbwegs Ruhe, dann machen Sie wieder Krach. Sagt es mit dem Ziel, dass wir die Pausen gering halten. Also gut. Man sieht in dem Zitat, spießen die Vertreter des BGE eben den schon gesagten widersprüchlichen Zusammenhang von Produktivitätssteigerung und materieller Not auf. Aber wie reden sie drüber? Da fällt einem gleich mal auf, man soll offenbar so über die Sache nachdenken, als hätte man es mit einem widersprüchlichen Resultat einer Entwicklung, eines Zeitgeschehens zu tun. Zeitgeschehen kennt weder Zwecke noch Subjekte. Um mal das von vorne ein bisschen deutlich zu machen. Die Produktivität ist ständig gestiegen. Sie führt zu immer mehr Reichtum und gleichzeitig drunter Massenarbeitslosigkeit. Ja, ist gestiegen, führt zu, warum auch immer. Zu welchem Zweck auch immer, wie auch immer das passieren soll und wer auch immer das macht. Muss man sich mal klar machen, Produktivität bezeichnet doch immerhin die materielle Ergiebigkeit von menschlicher Arbeit. Und das ist eine bewusste Angelegenheit, das ist kein Naturprozess. Das ist zielgerichtete Anwendung von Wissenschaft und Technik. Systematisch entwickelt und vorangetrieben. Das ist nichts, was einfach so einreißt. Und nichts, was daher zu irgendwas führt. Sondern zu was das führt, das hängt ganz davon ab, wozu das betrieben wird. Das Zitat will von all dem nichts wissen. Weder Subjekt, noch Grund, noch Zweck der Steigerung der Produktivität. Obwohl doch die Konsequenzen so widersprüchlich, also wenig selbstverständlich und so selbsterklärend sind, soll man darüber wirklich so entwicklungsmäßig, zeitgeschichtemäßig nachdenken? Und wenn man sich dann mal die Konsequenzen anschaut, da heißt es, gesellschaftlicher Reichtum sowie die Möglichkeit, Wohlstand für alle zu schaffen. Und ich habe jetzt das andererseits noch weggelassen. Die Schattenseite. Da merkt man schon, gesellschaftlicher Reichtum sowie die Möglichkeit, Wohlstand zu schaffen. Ja, offensichtlich fällt beides gar nicht zusammen. Denn wenn das Netzwerk darauf verweist, dass der hervorgebrachte Reichtum doch allen zugutekommen könnte, steckt in dem Hinweis allemal drin, es ist nicht so. Der Reichtum, der hierzulande produziert wird, bedeutet eben gar nicht Wohlstand für alle. Also, schon mal das, so wie er erstmal existiert, steht der Reichtum eben nicht der Gesellschaft zur Verfügung. Ja, wem dann?
Und wofür wird er dann hergestellt, wenn nicht dafür, dass er für alle da ist? Da ist doch die Frage, am Ende unterliegt der Reichtum vielleicht schon einer Zweckbestimmung, die ausschließt, dass er für alle da ist. Und ausgerechnet davon wollen diejenigen, die den Reichtum ganz anders verwenden möchten, nichts wissen. Halten sie einfach nicht für befassenswert. Kommen wir zum andererseits der Produktivitätssteigerung. Reichtum ist vorhanden, aber Arbeitslosigkeit ist etwas, worunter gelitten wird, weil dann das Geld fehlt, um an den Reichtum ranzukommen. Unbestreitbar, ein Widerspruch ist es. Aber einer, den sollte man mal nachgehen, dem mal auf den Grund gehen. Weil immerhin existiert doch das Nebeneinander von Produktivkraftentwicklung und Armut in Form von Geldproblemen. Wie kommt es eigentlich zu dieser Doppelexistenz von materiellem Reichtum hier und Geld, und das man gleich als Geldsorgen kennt, da? Eine selbstverständliche, selbst einleuchtende Konsequenz davon, dass die Produktivität gesteigert wird, also dass mit immer weniger Arbeit immer mehr hergestellt werden kann, ist es doch gar nicht. Umgekehrt ist es doch selber erklärungsbedürftig, dass alle, die in dieser Gesellschaft produktiv arbeiten, das nicht für den Reichtum tun, den das erzeugt, weil sie den schaffen wollten, sondern um damit mit ihrer Arbeit Geld zu verdienen. Ja, Geld verdienen müssen sie, weil der Reichtum ihnen sonst gar nicht zu Gebote steht. Aber wieso ist das so? Und deswegen braucht jeder Arbeit, ganz egal, wie produktiv inzwischen diese Gesellschaft geworden ist. Ja, weil man eben Geld verdienen muss. Das sind lauter Sachen, die in dem Zitat angedeutet werden, aber denen nicht nachgegangen wird. Wie geht's im Zitat weiter? Dieser Widerspruch, der muss doch nicht sein. Als sei das die größte Selbstverständlichkeit, wird der angesprochene Widerspruch zwischen Produktivkraftsteigerung und damit materiellen Reichtum und eben Armut auf der anderen Seite für unnötig, für vermeidbar erklärt. Würde die Gesellschaft bloß mal die Chance erkennen, wäre Armut doch zu überwinden, so wird gedacht. Der in der Sache eindeutige Befund über die widersprüchlichen Konsequenzen der Produktivkraftentwicklung wird in eine offene Frage verwandelt. Produktivkraftentwicklung und ihre Folgen werden in Wirklichkeit, also wovon man ausgeht, und in Möglichkeit, was sein könnte, einfach verdoppelt. Denkt man nur an den vielen Reichtum, sei mit dem Problem der Produktivkraft, Armut, zugleich die Lösung mitgegeben. Dass das Netzwerk das nicht gelten lassen will, dass der reichlich vorhandene materielle Reichtum den arbeitslos gemachten oder prekär beschäftigten Leuten nicht zur Verfügung steht, wird sich gleich als dessen eigentliche Bestimmung gedacht. Eigentlich sei der durch die Produktivitätssteigerung immer größere Reichtum zum Verteilen da. So wird gedacht. So macht sich das Netzwerk die Welt zurecht von ihrer Lösungsidee. Und ich meine, was ich noch zeigen will, leistet sich damit eben falsche Urteile über Arbeit und Reichtum in der Marktwirtschaft. Gut,
Die Gesellschaft müsst erkennen. Was müsst sie denn erkennen? Ja, dass sie, die Gesellschaft, eine antiquierte Vorstellung darüber hat, was das Einkommen betrifft. Nämlich die unbedingte Bindung des Geldbekommens an Arbeit. Antiquiert ist es laut dem Netzwerk, eben weil wegen der Produktivitätssteigerung immer weniger Arbeit gebraucht wird. Nur, was hat es eigentlich mit dieser Kopplung von Arbeit und Geld? Was hat es da eigentlich auf sich? Warum gibt es das? Wieso schafft eigentlich Arbeit nicht die Verfügung über die hergestellten Produkte, sondern eben ein Geldeinkommen? Und man möchte das die Leute vom Netzwerk auch mal fragen. Und wann war eigentlich diese Bindung nicht antiquiert, wenn es schon darum gehen soll, dass die Arbeit Reichtum für alle schafft? Wann waren das dann nicht antiquiert? Auch hier wieder auf das Geld für Arbeit, auf den Lohn, wird gar nicht anders geblickt als von der Idee der Lösung her, von der Idee der Umverteilung von Geld her. Der Lohn wird selber als ein Verteilungsinstrument gedacht. Das Geld, was man für Arbeit kriegt, wird selber als ein Verteilungsinstrument gedacht, das heutzutage seinen Dienst versagt, weil es halt immer weniger Arbeit gibt. Dagegen will ich heute zeigen, dass der Lohn alles andere ist als eine faire oder unfaire, als eine hochmoderne oder veraltete Art und Weise, diejenigen, die die Arbeit verrichten, am hergestellten Reichtum teilhaben zu lassen. Darum geht es beim Lohn nicht. Und das Letzte, was mir am Zitat aufgefallen ist: Wer ist da eigentlich mit Gesellschaft angesprochen? Wer soll da das Subjekt der Neuregelung der Sache mit dem Einkommen sein? Also der Entkopplung von Geld und Arbeit. Wer will das? Wer kann das? Das Zitat bietet da nur die erste Person Plural. Wir. Da wird mit einer Selbstverständlichkeit so geredet, als hätte die Gesellschaft ein gemeinsames Anliegen. Nur, zeigt nicht die ganze Problemstellung selber schon, dass das nicht stimmt? Nämlich Reichtum hier und Armut dort? Gibt es diesen Ausschluss von Reichtum, der ja Armut offenbar ist, an Ausschluss von dem Reichtum, den es gibt? Gibt es diesen Ausschluss ohne Subjekt, der ausschließt? Gibt es vielleicht welche, die über den Reichtum verfügen, mit ihm schon was anzustellen wissen, am Ende sogar was Produktives? Und gibt es da nicht welche, die andere für ihre Reichtumsproduktion überflüssig erklären und sich damit der Zahlung von einem vielleicht guten, vielleicht schlechten Lebensunterhalt entledigen? Man muss schon sagen, es ist schon seltsam, über so einen großen Widerspruch zwischen hochproduktiver Arbeit und Armut sich einfach sicher zu sein, dass er unmöglich gewollt sein kann, dass es sich um einen Betriebsunfall handeln muss. Woher die Sicherheit? Warum hält er sich denn so hartnäckig, dieser Betriebsunfall? Und warum der BGE-Aktivismus, wenn das ein gemeinsames Anliegen wäre?
Ein Widerspruch ist eben nicht das Gleiche wie ein gesellschaftliches Problem. Dass für Leute, die sich mit Arbeit Geld verdienen müssen, dass für diese Leute diese Notwendigkeit, Geld zu verdienen, gerade mit dem technischen Fortschritt, immer schlechter aufgeht, das ist zweifellos ein Problem für Sie. Nur haben andere oder gar die Gesellschaft deswegen das gleiche Problem? Ja, durch den technischen Fortschritt, heißt es, sind wir heute in der Lage, alle benötigten Güter und Dienstleistungen zu erstellen. Ein komisches Wir wird da behauptet, weil niemand in der Gesellschaft verfolgt dieses Anliegen, alle benötigten Güter und Dienstleistungen zu erstellen. Soll mal jeder, wie er hier sitzt, an sich denken, warum er seinem Job nachgeht. Niemand in der Marktwirtschaft hat die Absicht, Reichtum herzustellen und dann zu verteilen. Weder die Chefs noch ihre Angestellten, sondern jeder will mit Arbeit Geld verdienen. Also, das sollten schon ein paar Hinweise sein, dass die Perspektive, mit der die Anhänger des BGE auf die Gesellschaft blicken, fiktiv ist. Die Gesellschaft, wie die Arbeit organisiert ist, was der Witz am Reichtum ist, den sie produziert. Das alles, so mein Vorwurf ans BGE, wird von der gedachten Lösung herbeikonstruiert. Vom Vorschlag BGE her, sich zurechtgebogen, sodass er zu dem Einfall passt, einfach ein bisschen Zaster umzuverteilen. Und damit hat sich die Sache. Deswegen möchte ich länger ein bisschen darüber reden, was in den Argumenten des Netzwerks angesprochen wird über Reichtum, über Arbeit, über Produktivkraft und zuletzt auch über Gesellschaft. Was man dem entnehmen kann, und damit kritisieren, wie sich das die Anhänger des BGE zurechtlegen. Ich komme jetzt mal zum ersten Punkt, zum Reichtum, und dann machen wir eine Diskussionspause, okay? Reichtum. Also ihr habt ja das Zitat gelesen. Wie macht sich der Gedanke, dass Armut gar nicht sein müsste, plausibel? Naja, zunächst darüber, dass es erstens ja den ganzen Reichtum, den gibt's. Der wird ja hergestellt. Lebensstandard, leistungsfähige Volkswirtschaften. Ja, da wird an was Materielles gedacht. Warenberge, Güterausstoß, raffinierte Gebrauchswerte und Produkte und so weiter und so fort. Und zweitens, ein Zugriffsmittel gibt es auch noch, nämlich das ist ja das Geld. Also, so schließen die Vertreter des BGE, materiellen Reichtum gibt es und das Geld gibt es auch, ein Zugriffsmittel gibt es auch. Also, beides ist in der Welt. Es fehlt an der materiellen Front nichts und eine Eintrittskarte für den Zugang zum Reichtum gibt es auch, das Geld. Also, logisch, die Leute, die müssen nur das Geld zugeteilt bekommen, um an ihnen, am Reichtum teilzuhaben.
Über den Reichtum ist damit eben über diesen Verbesserungsvorschlag ein Urteil in Umlauf gebracht. Er ist nämlich zum Verteilen da, zumindest eigentlich. Und da möchte ich dagegen halten, ausgerechnet das Doppelte. Es gibt den ganzen materiellen Reichtum und daneben gibt es das Geld. Das sollte es genau verbürgen, dass der Reichtum doch einer ist, den man einfach glatt schön umverteilen kann. Dagegen möchte ich sagen, Mensch, Leute, wundert euch doch mal einen Augenblick. Wundert euch doch mal darüber, dass es eben einerseits den ganzen materiellen Reichtum gibt und andererseits daneben und getrennt davon ein Zugriffsmittel auf ihn. Wenn der Reichtum damit, dass es ihn als nützlichen Kram gibt, noch gar nicht vollständig bestimmt ist, quasi abholbereit ist, heißt es nämlich, dass er offensichtlich nicht einfach für seinen gediegenen Verbrauch da ist. Denn damit, dass er in dem Maße, wie gearbeitet wird, in die Welt kommt, vorhanden ist, ist über seinen nützlichen Gebrauch das letzte Wort eben noch gar nicht gesprochen. Dazwischen steht ja die Frage mit dem Geld. Und wenn es Geld braucht, um auf den Reichtum zugreifen zu können, dann ist zwischen ihm, dem Reichtum, und der Verfügung über ihn erstmal eine Trennung eingezogen. Es ist kein Geheimnis, worin die besteht. Das weiß jeder. Das sind keine Geheimnisse, die ich heute erzählen will. Ja, der Reichtum, der gehört ja schon immer jemandem. Er ist Privateigentum. Und als solcher ist er der Verfügung derer, die ihn brauchen, erstmal grundsätzlich entzogen. Nur, dass er Privateigentum ist, das soll man nicht einfach so als Selbstverständlichkeit abtun, weil nur so kommt der Reichtum überhaupt in die Welt. Als ein Stück Privateigentum, als Eigentum von Privatpersonen, die Produkte selber gar nicht verbrauchen wollen, gebrauchen wollen und sie denjenigen vorenthalten, die sie brauchen. Was produziert wird, ist nicht einfach ein nützliches Ding, sondern ein Stück Privateigentum daran. Und das wird an den Dingen rechtlich geschützt, sodass es ja zu einer Selbstverständlichkeit wird, zu einer zweiten Natur von den Dingen wird, dem privaten Willen ihrer Besitzer zu unterliegen. Der macht dann seine Kalkulationen damit. Er hält nützliche Sachen, die andere brauchen, in der Hand, um sie, weiß man auch, zu verkaufen, um sie gegen Geld einzutauschen. Ja, nur dann ist das Geld, was der Warenproduzent erhält, das ist das, worauf es ihm bei der ganzen Warenproduktion ankommt. Das ist für ihn überhaupt der Reichtum, den er produziert oder produzieren lässt. Soll das jetzt, diese Erzählung, die ich gesagt habe, Ausführungen dazu, als Privateigentum sind die nützlichen Sachen erstmal bestimmt. Und damit als Sachen, die zu Geld werden wollen. Soll das jetzt ein Einspruch dagegen sein, dass Geld ein Mittel ist, um an all die nützlichen Sachen ranzukommen
woran ja die Vertreter des BGE denken, wenn sie sagen, naja, das Geld müssen wir umverteilen. Nein, aber es gilt sich klar zu machen, dass die Seite, die jeder so am Geld schätzt, man kann alles damit kaufen. Ja, sofern man genug davon hat. Die Folge davon ist, dass der gesellschaftliche Charakter des Reichtums hierzulande eben nicht in den nützlichen Sachen, sondern im Geld besteht. Dazu noch ein paar Erläuterungen. Mit Geld kann man alles kaufen. Mit ihm ist die allgemeine Schranke des Zugriffs, ja, zu überwinden. Interessant. Eine Schranke des Zugriffs, die man da vor sich hat, sie klebt den Dingen nicht von Natur aus an, sondern, wie ich schon gesagt habe, die ist vom Eigentum gesetzt. Und diese Schranke überwindet das Geld. Wie vermag es das eigentlich? Ja, weil Geld selber ein Stück Eigentum ist. Und zwar in Reinform. Das Geld ist Eigentum pur. Ist also genau das, was die Schranke für den Zugriff auf ist, selber in einer verselbstständigten Gestalt. Selber als ein extra Ding. Deswegen kann der sie überwinden, der über Geld verfügt und es hinlegt, weil er eben ein Stück Eigentum weggibt. Und das kann er eben in dem Maß, eben wie er über Eigentum verfügt, also wie er selber Geld verdient hat. Deswegen sollte man darüber besser nicht so nachdenken, dass man die Tatsache, dass aller Reichtum dieser Gesellschaft Privateigentum ist, für ziemlich normal erachtet und sich dann freut, dass Geld die Lösung für alle Probleme ist. Ja, für welche denn eigentlich? Ja, genau die, die daraus entstehen, dass es ums Geld geht. Dass man eben Geld braucht, um zugreifen zu können. Mit Geld kann man an alles rankommen, weil es selbst und ziemlich kompromisslos zur verbindlichen Bedingung gemacht ist zwischen dem Reichtum, den es gibt, und dem Gebrauch desselben. Wenn mit Geld alles zu kaufen ist, dann muss eben auch alles gekauft werden, weil das Geld sich zur Bedingung ja für jeden Konsum, für alle Bedürfnisbefriedigung macht. Und so wird die Verfügung über Geld zur allgemeinen Notwendigkeit, die zu bedienen ist, wann immer man eben was gebrauchen will, wenn man was konsumieren will. Negativ heißt es deswegen, Bedürfnisbefriedigung ist dann nicht der Zweck des Reichtums. Denn die Bedürfnisbefriedigung ist selber einer Bedingung unterstellt, um die es eben dann geht, nämlich ums Geld. Wenn jeder Geld verdienen muss, weil eben der seltsam doppelte Charakter des Reichtums, also materieller Reichtum hier und Geld da, weil es mit diesem doppelten Charakter so zugeht, dann ist dieser Gesellschaft, ihrer Produktionsweise, ist damit schon ein Zweck allgemeiner Art gesetzt. Nämlich, es geht ihr ums Geld.
Und das heißt, um den im Geld vergegenständlichten, gegenüber dem materiellen Reichtum verselbstständigten, zugreifen können, der Zugriffsmacht auf ihn. Darum geht es in unserer Gesellschaft. Deswegen ist das mit der Verteilung ein grandioses Fehlurteil über den Reichtum dieser Gesellschaft. Gerade die Doppelexistenz von nützlichen Gütern und dem Geld, von dem der Zugriff eben auf die nützlichen Güter abhängt, ist der Kronzeuge dafür, dass der Reichtum nicht für seine Verteilung gedacht wird, dass er dafür nicht in die Welt kommt, dass er dafür nicht produziert wird, dass es ihn dafür nicht gibt. Wenn Geld die Universalbedingung ist, um auf den Reichtum zuzugreifen, dann ist der nützliche Reichtum nicht frei verfügbar, sondern dann ist er ein Mittel zum Geldverdienen. Der materielle Reichtum hat seinen Zweck darin und kommt nur dafür in die Welt, sich in die gegenüber ihn verselbstständigte Zugriffsmacht, um in die Verfügungsmacht über ihn sich zu verwandeln. Das ist sein gesellschaftlicher Charakter. Und deswegen kommt man an den materiellen Reichtum nur übers Geld ran. Und deswegen ist es verkehrt, sich das genau umgekehrt zu denken, nämlich das Geld als Verteilungs- und Zuteilungsinstrument für den in der Gesellschaft produzierten Güterberg. Es ist glatt umgekehrt. Nicht das Geld ist ein Verteilungsinstrument für einen Güterberg, sondern die nützlichen Sachen sind fürs Geld da. Und das Geld ist eben das verselbstständigte Zugreifen können auf ihn. Jetzt mache ich mal eine Pause. Und also nochmal die Ausführungen zusammengefasst. Der Vorschlag des BGE sagt prima, in unserer Gesellschaft wird so viel Zeug hergestellt. Und es gibt ja auch eben dieses Geld, dass man nur umverteilen müsste, dann könnten die Leute doch auf den Reichtum zugreifen. Und damit haben sie ein Urteil über den Reichtum im Kopf, der wäre eigentlich zum Verteilen da und Geld ist Instrument dafür. Ich wollte dagegen halten, gerade das, dass es den materiellen Reichtum und das Geld gibt in unserer Gesellschaft, das verweist auf etwas. Nämlich, dass in unserer Gesellschaft das Verfügen können über Reichtum eine extra Angelegenheit ist. Dass das eben nicht erledigt damit ist, dass der Reichtum hergestellt wird. Sondern das Verfügen können ist eine extra Angelegenheit. Und ich wiederhole jetzt nicht alle Argumente. Nur wenn das so ist, dann ist eben nicht das Geld, das Mittel der Verteilung, sondern
Das Geld verkörpert dieses Verfügen können selber als dingliche Sache. Und dann geht es in unserer Gesellschaft um diese private Verfügung über den Reichtum. Das ist sein gesellschaftlicher Charakter und nicht, dass er für alle da ist. Also das, ja. Vielleicht als Hilfsmittel, dass man in eine Diskussion reinkommt. Kann man es hören? Ja. Also vielleicht als Hilfsmittel, dass man in eine Diskussion reinkommt. Ich stelle mir jetzt mal vor, wenn jemand, ein Freund von der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist, dann wird er das alles anhören und sich sagen, naja, das weiß er schon auch, dass in dieser Gesellschaft die Produkte als Waren hergestellt werden und die gehören dann dem Unternehmer, der sie herstellen lässt, und der verkauft sie gegen Geld, und das ist, der Gewinn ist dann auch der Zweck der Produktion. Das ist alles schon irgendwie bekannt. Aber was geht denn uns das an? Wir haben ja eine neue Idee. Wir haben ja die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Und dass wir den Reichtum, wie er vom Unternehmer aus gesehen gedacht ist, zweckentfremden wollen, das wissen wir schon. Aber das wollen wir ja gerade. Und jetzt kommt unsere Diskussion, die sagt, hey, der Reichtum hier ist, kommt als Eigentum auf die Welt und ist überhaupt nicht zum Verteilen da. Wie verhält sich das eigentlich jetzt zu dem Gedanken? Wir wissen schon, dass der nicht zum Verteilen da ist, wir machen es quasi gegen den Sein. Ökonomischen Sinn, wie er in der Welt, wie er in dieser Gesellschaft nun mal existiert. Das, also so stelle ich mal erstmal den ersten Einwand vor, der jemanden im Kopf kommen müsste, der sagt, er ist für dieses bedingungslose Grundeinkommen, und er kriegt jetzt gesagt, naja, wiederhole ich es nicht auch nochmal, ja, ich habe es ja gerade schon kurz zusammengefasst. Wie müsste man sich den Gedanken stellen? Ja, ich habe das gerade auch so gedacht, dass das da irgendwie was fehlt noch, weil der wird doch dann einfach ganz praktisch sagen, naja, was heißt jetzt von mir getrennte Zugriffsmacht, wenn ich mehr davon habe, kann ich doch auch mehr zugreifen. Ja, wenn ich genug Geld habe, dann fehlt ja nichts. Was muss man wirklich sagen, was ist verkehrt dran, oder warum kann man das nicht, warum wird hier jedenfalls vertreten, dass man das nicht machen kann? Man muss vielleicht nur eins dazu sagen, es geht ja auch immer gleich schon über die, es geht ja immer schon gleich auch über die politische Gewalt, die Idee, die Durchsetzung über die politische Gewalt, die ja erst einmal mit, also wo die in der Vorstellung von den Leuten ist, dass die ja quasi über dem Privateigentum ja auch noch schwebt und da durchaus eben eingreifen kann, wenn sie nur wollte. Fehlt ja wegen der Zusammenschluss in deinem Vortrag. Habe ich so. Also ich wollte dagegen schon ein Argument gesagt haben, aber vielleicht stimmt es ja auch nicht. Mein Vorwurf an denjenigen war das, was du jetzt da gesagt hast, ja, der Unternehmer, der verfügt privat drüber, aber der Reichtum ist doch eigentlich für was anders da. Und dieses eigentlich wollte ich angreifen. Nämlich gedacht, also da ist halt ein doppeltes Urteil. Ja, für einen Unternehmer mag das sein, was er privat verfügt ist, wo er drüber privat verfügt. Ich wollte sagen, mit dem gesellschaftlichen Charakter des Reichtums, ich will ja gar nicht sagen,
mein Gott, man kann gar nichts machen gegen die Verhältnisse, so wie sie existieren. Nur muss man sich da mal klar machen, worin man, wenn man so redet, wie du jetzt redest, ach Gott, könnte man das, was produziert wird, nicht für ganz was anders verwenden. Dann muss man aber wissen, womit man sich da anlegt. Und nicht so tun, als ob das, was man da im Kopf hat, was man da anders machen wollte, doch schon eigentlich das ist, wo man sich mit in Übereinstimmung mit der ganzen Gesellschaft und mit dem, wofür der Reichtum hierzulande da ist. Und jetzt nicht vom Unternehmer ausgesehen, von irgendjemandem ausgesehen, sondern wofür der in der Gesellschaft da ist. Das wollte ich als Irrtum gesagt haben. Und jetzt nicht behaupten, so wie es jetzt, also dass der Unternehmer privat darüber verfügt, das muss ja so sein, so kann es ja gar nicht anders sein. Aber wenn man da dran was auszusetzen hat, wofür der Reichtum hierzulande verwendet wird, dann muss man sich halt Rechenschaft ablegen darüber, worin man sich anlegt. Und da ist es verkehrt zu denken, mit meiner Umverteilungsidee bin ich eigentlich in Übereinstimmung mit dem, wie es eigentlich in der Gesellschaft zugeht. Das ist einfach ein Fehler. Also das sollte mein Argument sein. Ich habe das, was du gesagt hast, ich habe das nicht damit zusammen mit der Idee des Grundeinkommens. Also natürlich, das wird da total davon ausgegangen, was produziert wird, das kann ja der Unternehmer, und der produziert und will es verkaufen. Ja? Selbstverständlich. Und dann sagen die, naja, da muss man halt den Leuten, die wegen des Produktivitätsfortschritts keine Arbeit mehr haben und selbstverständlich ist identisch, dass sie dann auch kein Geld haben, ja, denen muss man das Geld zur Verfügung stellen. Dann kriegt doch der Unternehmer auch das, worauf er aus ist, nämlich das Geld. Und die Leute haben das Mittel in der Hand, um sich die Güter, die in dieser Gesellschaft produziert werden, anzueignen. Also das ist ja gar nicht gegen den Unternehmer gerichtet, weil die werden ja nach wie vor bezahlt werden. Ja? Das ist ja überhaupt kein Gedanke, der sagt, er wendet sich in irgendeiner Weise gegen das Privateigentum, dass die ganzen Dinge jemandem gehören. Sondern der macht ja, das ist eine Idee an der anderen Seite. Nämlich das, mit dem, dann brauchen sie halt ein Geld. Ja? Und ich habe das jetzt ein bisschen so verstanden, dass die Erklärung noch gar nicht liegen sollte, ja, das mit dem Geld selber, das ist genau die Verkörperung dieses Verhältnisses, also worum es da geht bei dem gesellschaftlichen Reichtum und deswegen, ja, und das sozusagen als Lösung dieses Problems vorstellig zu machen und deswegen etwas absurd ist. Also ich verstehe jetzt diesen Einwand so, sogar die Vorstellung der Zweckentfremdung gibt es nicht gescheit in dem ganzen Projekt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Also sogar das Bewusstsein, man macht da was gegen die Logik des Reichtums steht, die gibt es gar nicht richtig, sondern man meint, man hat einen Weg gefunden, wo man eben den Verkaufsanspruch derer, die die Waren besitzen, befriedigen kann. Wobei dann die umgekehrte Frage, das Geld muss man ihnen geben, den Leuten, ja, irgendwo muss ja herkommen. Also auf der Seite ist man dann wieder nicht mehr so aktiv. Oder da hat man auch seine Vorstellungen. Aber jedenfalls, wenn jetzt da der Gegensatz des Reichtums im Kapitalismus zum Verteilen dargelegt wird, dann ist das eine Aufklärung da in der Hinsicht, dass die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens sich den Gegensatz eigentlich überhaupt nicht klar macht. Ja. Okay. Jetzt bin ich überhaupt nicht auf dich eingegangen, aber
Ja, die hat es halt irgendwie diese Ungestimmtheit in dem Zitat, das kommt auch immer dahin. Punkt 1, das Zitat, dass die so daherreden. Das kommt auch wirklich daher, dass sie von vornherein an die politische Gewalt appellieren, die soll da was dran machen. Und weil die politische Gewalt von den Leuten auch als Konkurrenz, aus der Parteienkonkurrenz gedacht wird, könnte man da, kann ja der Staat theoretisch, der ja sich selber auch über das Privateigentum erst einmal, er schützt zwar auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sagt er ja auch, es hat der Gesellschaft zu dienen, daher wahrscheinlich auch die Gesellschaft, also die kommt ja nicht umsonst da rein, und da eben korrigierend auch eingreifen kann. Und da, ja, das war mir also in deinem Vortrag nicht so ganz klar, was das, also alles, was du gesagt hast, richtig, ganz klar, aber warum das jetzt wirklich dieses Zitat so trifft, das ist mir entgangen. Naja, erstmal redet jetzt dieses Zitat ja überhaupt nicht vom Staat, und wir wollten halt die ganze Geschichte, dass der Staat da der Adressat ist, und dann hat er sogar noch ein offenes Ohr dafür, fürs Bedienen. Der weist die ja nicht einfach zurück und sagt, ey, bleibt mir vom Leibe, sondern nein, da gibt es ja Politiker inzwischen, die sagen, gute Sache. Die wollten wir auf einen zweiten Teil eben verschieben, auf unsere Diskussionsveranstaltung, weil uns erstmal, also mir ging es erstmal darum, eben nichts. Auch, jetzt ist gleich die Finanzierungsfrage schon mit angesprochen, mich nicht in die Finanzierungsfrage einzumischen. Nicht, wie ist es denn umsetzbar, ist es umsetzbar oder nicht, welche Schwierigkeiten gibt es dabei, sondern einfach mal strenger, wo, also von welchen Überlegungen aus ist überhaupt BGE die Lösung, um mal diese Überlegungen vorstellig zu machen und die zu prüfen, ob die was für sich haben oder ob die halt verkehrt sind. Also das war jetzt die Idee des Vortrags. Und nur ein Hinweis, also muss man ja kein Geheimnis draus machen mit dem Staat. Die denken über den Staat genauso nach, wie sie über das Geld nachdenken, über den Reichtum nachdenken, über die Arbeit nachdenken, nämlich von ihrer Lösungsidee her. Weil, merkt man doch schon bei dem, was ich jetzt gesagt habe, immerhin wenden die sich an den, der überhaupt das Privateigentum zu seinem obersten Schutzobjekt macht. Das ist überhaupt derjenige, der den Ding, also dass die Sachen so selbstverständlich Privateigentum sind, ja, das verfügt der Staat doch mit seinem Recht. Also jetzt nur dieser Hinweis, wie er von meinem Vortrag bisher auftaucht. Da könnte man sich ja auch mal fragen, wieso eigentlich? Was findet der Staat eigentlich spannend dran? Und nicht gleich sagen, na dann ist man doch bei ihm an der richtigen Adresse. Ich will noch mal was fragen zu dem vorherigen Thema. Und zwar, ich glaube das gerne, dass man jetzt gleich sagt, naja, besonders viel theoretischer Gedanke ist da nicht dahinter, wenn man sich gar nicht fragt, wieso haben eigentlich die Leute nicht Teil am Reichtum, für welchen Zweck wird er hergestellt, welches Subjekt ist das, von dem da die Rede ist und so weiter. Aber nochmal, ich habe eine Schwierigkeit mit eurer Aussage. Wieso? Jetzt ist halt die Idee einfach, naja, die Unternehmer mögen das ja machen, damit sie reicher werden. Und dann kann man noch Verfügungsmacht und so weiter dazu sagen. Aber wenn man jedem ein Stück Verfügungsmacht gibt, dann hat auch jeder Teil. Und jetzt? Ja, und du möchtest jetzt sagen, das geht nicht. Oder was für eine Antwort erwartest du jetzt?
Ich möchte sagen, da liegen falsche Vorstellungen über Geld und den Reichtum dem zugrunde. Du hast jetzt gesagt, gedankenlos. Die falsche Vorstellung ist, dass der Reichtum, das wäre doch einer, Wohlstand für alle steht da. Das wäre doch einer, der für alle da sein könnte. Und zweitens, das Geld ist ein Verteilungsinstrument. Das steckt drin, das steckt als Urteil drin in der Lösung. Na ja, da müssen wir ja nur das Geld umverteilen. Und diese zwei Urteile wollte ich angreifen. Die halte ich für falsch. Ich wollte nicht sagen, einfach gedankenlos, also nichts gedacht, sondern ich wollte sagen, was Falsches gedacht. Ja, jetzt verstehe ich das. Also da nimmt man das Geld als was anderes, als das, was es ist. Ja. Das willst du sagen, nämlich, was es ist, ist, naja, das ist die ausschließende Verfügungsmacht, von der jeder schaut, dass er so viel wie möglich produziert, wenn er einen produktiven Betrieb hat. Und wird genommen wie Verteilungsinstrument, wie ein Hilfsmittel, das jeder genug hat, wodurch das Geld eigentlich das Gegenteil ist. Ja, genau. Und dein Einstiegsargument war doch, was das Auffällige an deren eigenen Ausgangspunkt ist, ja, wo sie aber bloß das so selbstverständlich hinschreiben, als ob das nicht auffällig ist, dass einerseits der Reichtum produziert wird und gleichzeitig, bei denen natürlich auch noch ein Widerspruch dazu ist, der Zugang gar nicht da ist. Ja? Das ist doch wirklich das Warum? Warum denn? Das ist doch merkwürdig. Ja, wenn es die Sachen, wenn die das produziert, dann was ist das? Warum muss es dann noch eine extra Abteilung geben, in der sichergestellt wird, ja, dass man einen Zugang dazu hat? Das ist doch überhaupt der Einstieg gewesen in die Frage, also sagt es doch was über diesen Reichtum ab, außen auch über dieses Mittel mit dem Geld, ja, das denen dann so einfällt. Ja, wenn das so wäre, ja gut, dann muss man einfach das Geld verteilen, ja, dann fragt man sich, wieso es überhaupt zu dem Ausgangsproblem kommt. Ja, das Ausgangsproblem ist ja auch ein erfundenes, und zwar das Wachstum der Produktivität. Die Produktivität wächst hier plötzlich so wie das Gras, einfach immer mehr. Und da gibt es ja auch Überlegungen, Interessen. Einer, der die Produktivität steigert, der überlegt sich ja sehr wohl, warum und was er damit bezweckt. Und das ist jetzt hier auch ein Selbst, wie das Gras wächst, es gibt immer mehr Gras und die Leute wollen das Gras nicht mehr futtern. Also so findet das ja wirklich auch nicht statt. Das ist eine völlig erfundene Idee der Produktivität, also das sind ja Kapitalisten da, die produzieren, wollen ihre Unkosten senken und so weiter. Kommt ja völlig weg. Die haben jetzt selbst ein Problem, dass sie so viel produzieren, weil es von selbst immer mehr wird. Über Produktivität wollte ich später noch drauf kommen, aber ja. Ich mache jetzt einfach mal weiter, weil vielleicht gibt es ja dann Einsprüche. Also nur noch mal, um was noch kommen soll. Also ich will noch über Arbeit reden, wie über Arbeit geredet wird. Und da könnt ihr schon mal dieses zweite Zitat mit dazu nehmen, weil der drückt es explizit aus. Das, was ich da mit dieser Geld als eine Eintrittskarte für diejenigen, die arbeiten, dass sie auch Zugang zum Reichtum haben. Und dann möchte ich noch eben über Produktivität reden und dann ein Resümee darüber, was das eigentlich über diese Gesellschaft aussagt und über das Wir in der Gesellschaft. Also das nur, was noch käme. Wenn das
Netzwerk über die Arbeit redet, oder eben der Werner Retz, dann in doppelter Weise. Einerseits braucht es von ihr, gesellschaftlich gesehen, in hochproduktiven Gesellschaften immer weniger. Weswegen, das Zweite, die Arbeit als Einkommensquelle für Arbeitskräfte immer prekärer wird. Damit sprechen die Vertreter des BGE eine doppelte Leistung der Arbeit an. Sie bringt einerseits immer mehr materiellen Reichtum hervor und hat andererseits dem arbeitenden Menschen ein Einkommen abzuwerfen. Das Letztere leistet sie nach Meinung der Vertreter des BGE immer schlechter. Nur, bevor man auf besser oder schlechter geht, mal einen Augenblick lang überlegen. Das ist doch seltsam, dass der Arbeit überhaupt diese doppelte Leistung zukommt. Dass Reichtum schaffen und sich damit einen Reichtum schaffen gar nicht ein und dasselbe ist, sondern zwei Paar Stiefel. Erst übers verdiente Geld entscheidet sich, was die Arbeit, die der arbeitende Mensch leistet, für seinen Lebensunterhalt leistet. Und das Netzwerk weist ja darauf hin, ob und wie gescheit die Arbeit die Arbeitenden versorgt, ist mit der Produktivität der Arbeit noch gar nicht gesagt. Sondern der arbeitende Mensch erwirbt sich mit seiner Arbeit, gerade getrennt von ihrer Produktivität, eben nicht ihr Produkt, sondern ein Einkommen. Anstatt sich mal drüber zu wundern, dass Reichtum hervorbringen und über Reichtum verfügen eben nicht dasselbe ist, sondern zwei für sich bestehende Sachen, wollen Sie lieber eine neue Einkommensquelle erfinden. Sie sind sich sicher, in Anbetracht Ihrer heutigen produktiven Leistungsfähigkeit müsste das doch gar nicht sein, dass Arbeit die Leute immer schlechter ernährt. Und das ist wiederum ein Fehlschluss. Das müsste doch gar nicht sein. Sie gehen ja selbst davon aus, dass die Arbeit massenhaft Reichtum hervorbringt, der ihre Erzeuger offenbar nichts angeht. Deswegen müssen die Leute ja nicht einfach die Arbeit erledigen und können auch die Arbeit lockerer angehen, wenn sie produktiver wird, sondern Geld mit ihr verdienen. Gleichzeitig soll es dann nichts Geringeres sein als ein Anachronismus, wenn Arbeitskräfte vom gesellschaftlichen Reichtum immer weniger haben. Da frage ich mich, was soll daran eigentlich so schlecht zusammenpassen? Also, dass, wenn die Arbeitskräfte ein Reichtum erzeugen, der sie nichts angeht, was soll da eigentlich so schlecht zusammenpassen, dass das immer mehr verschärft wird? Umgekehrt, der gleiche Widerspruch am Lösungsgedanken. Erst ist nichts klarer, als dass die Leute, die den Reichtum gar nicht für sich selber produzieren. Das wird einfach unterstellt und abgehakt. Und dann soll das Problem sein, für alle, ihnen den Zugriff auf die von ihnen selbst erarbeiteten Produkte
durch einen Verteilungsmechanismus zu gewähren? Erst hat das, was sie schaffen, mit ihnen nichts zu tun und dann soll nachträglich das Problem auftauchen. Wie kann man das machen, dass sie, ja, muss man sagen, trotzdem über ihn verfügen? Da fragt man sich doch, was soll der ganze Umstand mit der Trennung der beiden Seiten zwischen Reichtum schaffen und was davon haben? Es soll unmöglich gewollt und bezweckt sein können, dass sich in dieser Gesellschaft an der Arbeit Nutzen der Arbeit und Aufwand für sie so sauber scheiden. Ein wirklich unbemerkter Betriebsunfall über die Jahrhunderte hinweg, der jetzt unhaltbar wird. Da merkt man, so ein Vorschlagsdenken, das merkt gar nicht, womit es sich anlegt in der Sache mit seinem Vorschlagswesen. Und woran es sich abarbeitet, also was das für eine Sache ist, an der sie sich abarbeiten. Wenn die Leute nicht für sich arbeiten, dann doch wohl für jemanden anderen. Dann arbeiten sie für einen fremden Nutzen. Dann gibt es doch jemanden, der ihre Arbeit ausnutzt, der Nutznießer ihrer Arbeit ist. Und den kennt ja auch jeder, das ist auch wieder kein Geheimnis. Dann sind eben die Leute mit ihrer Arbeit in doppelter Weise Diener am Eigentum. Ihre Arbeit dient nämlich nicht nur ihrem Eigentum als Erwerbsquelle, sondern eben der Vermehrung fremden Eigentums, nämlich des Eigentums ihrer Arbeitgeber. Dann ist sie eben auch ein Dienst am Eigentum von Unternehmern, die eben die Dinge für sich produzieren lassen, um ihr Geschäft damit zu machen. Und die lassen nicht produzieren, damit der Kram anschließend an die zurückverteilt wird, die sie für sich arbeiten lassen. Geld für Arbeit. Und ich wollte jetzt zeigen, in Geld für Arbeit, Geld für einen Lohn, da steckt schon drin eine Trennung von Aufwand und Ertrag bei der Arbeit. Und das ist etwas, Geld für Arbeit, das sollte man nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen, weil das, dieses Verhältnis, Geld für Arbeit, das ist was Spezifisches an der Arbeit hierzulande. Das gehört zur Marktwirtschaft. Das gehört zur Lohnarbeit. Die heißt ja auch deswegen so. Man kriegt einen Lohn für die Arbeit. Und die Arbeit als Lohnarbeit ist schon eine spezielle Art von Arbeit. Auch das ist etwas, was man nicht so einfach, hinnehmen sollte, sondern Lohnarbeit, was heißt denn das über die Arbeit? Warum lässt sich da jemand überhaupt auf das ein, dass er halt für einen fremden Nutzen arbeitet? Naja, wie gesagt, auch kein Geheimnis, weil er mit seiner Arbeit selber nichts anfangen kann. Ja, warum kann er das nicht? Ja, weil die Mittel, um mit seiner Arbeit was anzumachen, Eigentum sind. Schon wieder kommt das Privateigentum als die Schranke, die sich geltend macht. Jetzt bei den Arbeitskräften, Nutznießer ihrer eigenen Arbeit zu sein. Ja, der Arbeit treten eben hierzulande die Voraussetzungen und Mittel ihrer Betätigung, Arbeitsmittel, Rohstoffe und so weiter und so fort, ja, als fremdes Eigentum gegenüber, als Arbeitsplätze, die man unbedingt zugewiesen bekommen muss,
Deswegen ist Arbeiten was total Unselbstständiges. Die Produktionsmittel, ja, die gehören wie der ganze Reichtum auch jemanden. Und der zahlt dann einen Lohn damit, dass andere für ihn arbeiten. Und mit dem ist darüber entschieden, wem denn das gehört, was dann hergestellt wird. Der Lohn ist nämlich der Preis, der dafür gezahlt wird, dass man die Verfügung über sein eigenes Arbeitsvermögen abgibt. Mit seiner Zahlung ist dann alles abgegolten. Nichts an der Arbeit, an der man, die man dann noch, natürlich, die muss man verrichten. Aber alles an ihr wird einem angeschafft. Nichts geht einem selber was an, in dem Sinne, dass man das bestimmt. Was man zu arbeiten hat, wie man zu arbeiten hat, wie anstrengend es ist, all das unterliegt den Kalkulationen des Arbeitgebers. Dem gehört dann das ganze Resultat, weil ihm die stattfindende Arbeit selber gehört. Der Betrieb ist selber de jure von Rechts wegen der Produzent. Geld für Arbeit, Lohnarbeit, da tut gerade der Lohn, das Geld für Arbeit, dafür sorgen, für die Trennung von demjenigen, der arbeitet, und den Ergebnissen seiner Arbeit. Insofern völlig verkehrt, völlig das Gegenteil davon, den Lohn, das Geld für Arbeit, sich so zu denken, dass das eine Beteiligung des Menschen, der die Arbeit verrichtet, am Reichtum ist. Das war es nie, deswegen kann es heute auch nicht antiquiert werden. Das ist einfach eine verkehrte Vorstellung übers Geld. Das für Arbeit gezahlte Geld sorgt gerade für die Trennung eben von Nutzen und Aufwand in Sachen Arbeiten. Also nochmal, von wegen, die Bindung von Einkommen an Arbeit versagt heutzutage ihren Dienst. Sie funktioniert prächtig. Sie sorgt nämlich dafür, dass von vornherein feststeht, dass das, was die Leute erarbeiten, eben nicht für die da ist, die die Arbeit erledigen, sondern Privateigentum derjenigen ist, die arbeiten lassen. Ja, für die Vermehrung von deren Geldvermögen da ist. Damit ist auch klar, was die Arbeit hierzulande eigentlich produziert. Arbeit, die findet statt, um ein verkäufliches Produkt hervorzubringen. Ja, die, weiß man, mit einem Überschuss losgeschlagen werden sollen. Und dafür erweist sich die Arbeit als das Mittel. Insofern wird gearbeitet dafür, dass Geld hervorgebracht wird. Hierzulande ist das eigentlich ökonomische Produkt der Arbeit Geld. Arbeit fungiert als Quelle von Geld. Und zwar nicht nur in dem Sinn, dass dann derjenige, der die Arbeit verrichtet, sich mit der Arbeit auch ein Recht auf Entlohnung erworben hat, sondern vor allem in dem Sinne, dass sie für denjenigen, der sie verrichten lässt, eben einen Überschuss erwirtschaftet. Dass sie für ihn Geld produziert, mehr Geld, als er vorher schon gehabt hat.
Und weil das die Leistung der Arbeit ist, auf die es ankommt, nur deswegen wird überhaupt ein Lebensunterhalt gezahlt. Es ist überhaupt verkehrt, beim Zusammenhang von Arbeit und Geld nur dran zu denken, Arbeit ist ein Berechtigungstitel für denjenigen, der sie verrichtet, auf einen Lohn, auf ein Entgelt. Nein, das ist sie nur, weil die Arbeit selber als Geldquelle für diejenigen, die den Lohn zahlen, fungiert. Und nur dann kommt man drauf, wenn man so einseitig denkt, naja, der kriegt halt Geld für Arbeit, das ist sein Mittel, um am Reichtum zu partizipieren. Und diese andere Seite von Arbeit bringt Geld, weglässt. Nur so kommt man überhaupt auf die Idee, trennen wir doch Arbeit und Geld. Arbeit ist das eine und Geld ist das ganz andere. Das ist eine Schnapsidee. Wenn das eigentliche Produkt der Arbeit das Geld ist, dann lässt sich Geld und Arbeit nicht trennen. Weil hierzulande ist ihr Produkt das Geld. Hier will ich, und dann mache ich wieder eine Diskussionspause, nochmal einen Rückblick auf Reichtum und Geld, also auf das vorhergehende Kapitel, machen, um nochmal deutlich zu machen, wie verkehrt es ist, sich den hergestellten Reichtum so zu denken, dass er doch für alle da sein könnte und das Geld als Verteilungsinstrument. Wenn meine Ausführungen zu Arbeit und Geld, wo ich den Ausgangspunkt durchaus dem, was das Netzwerk hier aufschreibt, dem entnommen habe, nämlich den Widerspruch zwischen Schaffung von immer mehr Reichtum und andererseits Existenzbedrohung der auf Arbeit Angewiesenen. Also, wenn das stimmt, dann muss man sagen, in einer Gesellschaft, wo Arbeit für Geld verrichtet wird, da gibt es den Reichtum nur als Produkt von Ausbeutung. Weil er wird nämlich unter der verbindlichen Vorgabe geschaffen. Nur um deutlich zu machen, was ich mit Ausbeutung meine. Dass er denjenigen, die die Arbeit verrichten, erst gar nicht zur Verfügung steht. Sondern dass die Fremdenreichtum schaffen. Mit der Produktion des Reichtums ist über seine Verteilung schon längst entschieden. Das ist keine offene Frage mehr, wo es nach die Frage ist, wie verteilen wir ihn denn jetzt? Die Produktion ist nicht das unschuldige Ding, das Reichtum herbeischafft, den man anschließend mit einem neuen Zweck belegen könnte. Sie hinterlässt keine Leerstelle, die dann mit guten Verteilungsabsichten zu füllen wären. Sondern die Produktion, schon die Produktion des Reichtums, ist, wie ich deutlich machen wollte, ein Ausbeutungsverhältnis. Steht unter der Vorgabe, ihr schafft Reichtum, aber der gehört euch nicht. Und aufs Geld nochmal zurückkommt. Verteilungsmittel wird sich bei den Leuten des BGE gedacht. Über den Lohn, über das Geld für Arbeit vollzieht sich die Trennung von Aufwand und Ertrag in Sachen Reichtumsproduktion. Das Geld erweist sich da nicht nur als die private Verfügungsmacht über den materiellen Reichtum, sondern als die private Verfügungsmacht über die gesellschaftliche Arbeit. Ja, mit dem Geld kann man Leute kommandieren und für sich arbeiten lassen.
Von wegen, das Geld wäre eine Sache, die den Zugriff für jedermann ermöglichen könnte. Denkt mal, wie es ihr ausgibt, das Geld. Ja, zum Konsumieren. Ja, was passiert dann mit ihm? Dann ist es weg. Wenn man es als Zugriffsmittel benutzt, ist es immer weg, zerrinnt. Und perpetuiert für einen da die Notwendigkeit, sich wieder neues Geld zu verdienen. Ja, aber wenn man das Geld dafür benutzen kann, Produktionsmittel, also als Zugriffsmittel auf den gegenständlichen Reichtum und als Zugriffsmittel auf Arbeitskräfte. Wenn man das Geld so benutzen kann, dann schießt man das Geld vor für eine Produktion, die den Auftrag hat, mehr Geld zu erzeugen, als man eben vorgeschossen hat. Dann vermehrt sich das Geld selber. Und das ist sein adäquater Gebrauch. Weil adäquat insofern, weil das ganz dem entspricht, was die Arbeit hierzulande hervorbringt, nämlich Geld und mehr Geld. Und das Geld damit selber sich das Arbeiten zu seinem Mittel macht. Beim Geld geht es also nicht darum, jemandem irgendwas zuzuteilen oder Teilhabe zu ermöglichen. Sondern beim Geld geht es darum, ein Stück private Macht über die Quellen von Geld in der Hand zu haben. Über die Quellen von Reichtum zu verfügen mit dem Geld. Um dann mit der Verwendung des Geldes diese Macht selber zu vergrößern. Und das umverteilen zu wollen, das ist wirklich ein Quatsch. Also, Ausführungen zur Arbeit. Soll ich es nochmal versuchen, kurz zusammenzufassen oder gibt es schon Einwände? Also ganz kurz gesagt, in der Vorstellung von den Leuten der BGE ist Arbeit eben, wie ich eingestiegen bin, was Doppeltes. Ja, sie bringt den ganzen materiellen Reichtum hervor, auf den man doch dann zugreifen könnte. Und zweitens, daneben und getrennt davon ist sie die Eintrittskarte, ja, durch das Geld, das man damit verdient, um an dem Reichtum teilzuhaben. Und diese zweite Leistung der Arbeit wird gesagt von den BGE-Lern, dass die es heutzutage nicht mehr bringt, weil ja so wenig Arbeit gebraucht wird für den ganzen schönen Reichtum. Und da drin liegen wieder zwei falsche Urteile, nämlich die Arbeit hierzulande, die schafft nicht materiellen Reichtum, das ist gar nicht ihre ökonomische Bestimmung, sondern sie ist Quelle von Geld. Und zweitens, das Geld für Arbeit, was der Arbeitsmann kriegt, das ist nicht die Möglichkeit der Teilhabe,
sondern das ist gerade Ausschluss vom Reichtum, den er produziert. Was mir ein bisschen fehlt, ist der Aspekt, dass die Arbeitskraft gekauft werden muss. Die Arbeitskraft muss mit Geld gekauft werden und die Produktivität wird umso mehr ansteigen, desto mehr Arbeitskraft du automatisieren kannst. Und diese Automatisierung, die läuft. Es wird immer mehr Robotik und immer mehr Automatismen werden eingesetzt. Und dieser Aspekt, der fehlt mir ein bisschen. Und ich denke, dieser Trend, der wird zunehmen und der wird auch steigen, weil die Technik, die schreitet gewaltig voran. Und wenn du diesen Kontext nicht mehr hast, dass du sagst, Arbeitskraft muss nicht mehr gekauft werden, sondern Arbeitskraft wird automatisiert, dann ist der, der vorher auf die Erwerbsarbeit angewiesen war, der ist dann angewiesen auf ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das ist doch das Ding, wo ich sage, die Produktivität ist doch das Ziel von dem Ganzen. Und die kannst du doch automatisieren und dann hast du diesen ganzen kleinen Menschen, nimmst du raus und dann steht er da, ist immer noch abhängig vom Geld und dann musst du dem dieses BGE nämlich geben. Und das fehlt mir ein bisschen, also diese ganze technische. Und wer macht das, die Automatisierung? Und zu welchem Zweck? Die läuft doch. Bitte? Die läuft doch. Wer macht das, zu welchem Zweck? Die Unternehmer. Und warum? Um diesen Lohn nicht mehr zahlen zu müssen. Ja, um sich bezahlte Arbeit einzusparen. Ja. Und das läuft doch. Ja, und es läuft doch prima. Aber der Erwerbstätige ist doch trotzdem noch da in seiner Abhängigkeit vom Lohn. Der ist doch trotzdem noch da. Bitte? Der Erwerbstätige ist doch trotzdem noch da. Der braucht ja trotzdem noch den Lohn, der braucht ja immer Einkommen. Und wenn du halt immer mehr Menschen dieses Einkommen wegnimmst, wer braucht es, also den Lohn? Der Erwerbstätige, fast jeder. Ja, der. Wenn er nicht mehr gebraucht wird, liegt er auf der Straße und hat Pech gehabt, ja, genau. Und dann braucht er irgendwie ein Grundeinkommen. Aber wieso dann? Das ist ja jetzt schon die ganze Zeit so, dass die Arbeitslosen. Das ist ja jetzt schon die ganze Zeit so, dass die Arbeitslosen irgendwie nicht gebraucht werden und deswegen kein Geld haben. Also ich weiß gar nicht, wieso da daraus folgen soll, dass die Grundeinkommen kriegen sollen. Ja, aber es wird ja ansteigen. Aber nur weil eine Sache mehr wird, folgt aus der Jahrhundertstunde. Ja, aber er will doch sagen, weil es immer mehr wird, ja, desto dringlicher stellt sich die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens. Ja, ja. Also, ja. Ja, das will er sagen, habe ich schon verstanden. Nur, ich frage mich, warum? Also nochmal, mir tun ja, also nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich mit dem, wenn Sie sagen, immer dringlicher braucht es das. Ja, Sie sagen, da braucht es immer dringender eine alternative Einkommensquelle für die Leute. Ja? Nur, ich frage mich, wieso Grundeinkommen? Wie kommen Sie drauf? Wo soll es sonst herkommen? Die Produktivität steigt doch an. Also die brauchen doch irgendwann keine Erwerbstätigen mehr. Ja. Aber jetzt nochmal. Die Produktivität steigt, genau. Und die, von mir aus, ich lasse mich auch voll drauf ein, die Leute, da waren ganz viele auf die Straße geschmissen. Ja, gut. So, und jetzt sagen Sie, und dann braucht es aber doch ein Grundeinkommen. Immer noch, wieso? Also ich denke, es werden da ein bisschen Subjekte ignoriert, die Träger von brauchen oder nicht brauchen sind. Der Mensch, der keine Arbeit mehr hat, der braucht sehr wohl ein Einkommen. Natürlich braucht er ein Einkommen, er hat keins. Aber, und ich denke, so habe ich dich verstanden, das Geheimnis ist doch, das ist Absicht. Das ist doch nicht eine Problemlage, die Gesellschaft hat und jetzt plötzlich kommt bei dem nichts mehr an und jetzt muss man dafür sorgen, dass da wieder was ankommt. Nein, es ist Absicht, dass bei dem nichts ankommt. Das ist das Element, der soll Reichtum produzieren und selber nichts davon haben. Und der ist Mittel für die Reichtumsproduktion und wenn er nicht Mittel für die Reichtumsproduktion ist, dann ist auch seine Ernährung überhaupt nicht zweckgemäß in der Gesellschaft. Ich denke, das soll die Behauptung sein. Und wenn man jetzt das sagt, ja, der hat ja kein Einkommen und braucht aber eins, deswegen hat die Gesellschaft eine Problemlage, die sie lösen muss.
da ist man sich nicht klar darüber, dass da einfach widersprüchliche Zwecke am Werk sind von Subjekten, die in einem Gegensatz zueinander stehen. Also genau auf das erstmal, du hast jetzt schon Ausführungen gemacht, aber erstmal immer meine blöde Frage, wieso? Da muss man ja richtig sagen, wer braucht hier was? Wieso? Ja. Weil, nochmal, der Unternehmer, der befreit sich ja gerade von lästigen Lohnzahlungen. Der braucht kein Grundeinkommen. Der Mensch, dem fehlt ein Einkommen, also der arbeitslos gemacht wird. Aber es braucht ein Grundeinkommen. Da denkt man ja schon wieder, ja, da müsst jetzt die ganze Gesellschaft, müsst ihr hier sagen, wegen dieses Umstands bräuchte es für den Menschen eine alternative Einkommensquelle. Was funktioniert nicht? Der Kreislauf funktioniert doch nicht mehr. Wenn ich sage, die Menschen haben kein Einkommen mehr, dann kann doch die Produkte niemand mehr kaufen. Dann wird auch kein Gewinn mehr erzeugt, weil es keine Produktivität mehr da. Wer braucht jetzt das Einkommen? Die Unternehmer oder die Leute? Das ist ja jetzt ein ganz anderes Argument, dass die Unternehmer zum Verkaufen ein Einkommen brauchen. Das war doch gerade der Gedanke, die Leute, die Wirtschaft nicht mehr braucht, die bräuchten. Das verstehe ich jetzt als, wenn davon vorne immer gesagt wird, man muss sich überlegen, wer eigentlich hier was braucht. Weil das ist irgendwie noch eine andere Schwierigkeit, an der man entlang denkt, wenn man sagt, wie sorgt man dafür, dass die Unternehmer ihren Krempel verkaufen, als Sorge, als wenn man sagt, die Leute werden, deren Produktivität immer mehr gesteigert wird, immer mehr überflüssig und haben immer weniger von dem Reichtum, den immer weniger von ihnen schafft. Das sind doch zwei ganz verschiedene Sorgen. Denn wenn man sich jetzt plötzlich die Sorge macht, dass die Unternehmer ihr Zeug nicht mehr verkaufen können, ja, weil der Unternehmenszweck war doch gerade der Grund dafür, dass die anderen Leute keine Einkommensquelle mehr haben und dass sie eine alternative Einkommensquelle brauchen. Und jetzt wechselt man plötzlich zum Sorge, ob die Unternehmer und die Linie des Systems. Also die Unternehmer machen doch die Leute arbeitslos. Also dass man jetzt sagt, die armen Unternehmer machen die Arbeit immer produktiver und die bräuchten jetzt ein Grundeinkommen, damit sie mal verkaufen können. Das ist ja auch ein bisschen vor den Leuten, die ihres eigenen Tuns geschützt werden. Also was ist eigentlich an der Fabrikation des Gedankens so schwer, dass die Leute nicht ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses brauchen, sondern die Beseitigung des Geldes? Oder anders gesagt, die Vision. Die Unternehmen befreien sich immer mehr von den Unkosten bezahlter Arbeit. Sie produzieren ihr Warenprodukt immer mehr in einer Weise, dass Leute nicht davon leben können. Da formuliert man eigentlich einen absoluten Gegensatz des Produktionszwecks und der Lebensinteressen der Menschen. Und sowas formulieren und dann sagen, naja, da bräuchte man jetzt einen Lückenbüßer, damit es weitergeht. Das ist irgendwie eine schlechte Konsequenz aus der Diagnose. Vor allem ist die Diagnose doch erstmal noch ein ganzes Stück weit erstmal geleugnet, wenn man sich das immer noch weiter als Kreislauf vorstellt. Also als Kreislauf, du hast gesagt, das ist der Kreislauf unterbrochen, weil der Unternehmer zahlt doch den Leuten ein Geld. Naja, einerseits, um sie von den Produkten ihrer Arbeit zu trennen, die gehören ja ihm. Andererseits sollen sie dann mit dem Geld, was sie haben, aber bitteschön in die Warenhäuser gehen und hinrum den Kapitalisten halt ihrem Warenwerk auch wieder versilbern, den sie verkaufen müssen. Wenn man sich das wirklich als Kreislauf vorstellt, wo es dann ein Problem gibt, dass an einer Ecke was ausfällt,
hat man erstmal den Gedanken mitgemacht, der Zweck des Lohnzahlens war doch gerade die Trennung der Leute von dem produzierten Reichtum. Und nicht der Zweck des bezahlten Lohns ist der, dass sie ihn in die Warenhäuser tragen und dort das, wovon sie getrennt worden sind, was sie erstmal hergestellt haben, dann wieder versilbern sollen. Dafür zahlt kein Unternehmer seinen Leuten das Geld. Das Geld von allen anderen nimmt er, also von allem, was es so in der Gesellschaft ist, das nimmt er schon gerne, um seine Waren verselbern zu lassen. Aber das ist ja nicht sein Zweck, den Leuten Geld zu zahlen. Also das wäre auch richtig von hinten durch die Brust ins Auge geschossen, den Leuten erst das Geld zu zahlen, um sie von den Produkten zu trennen, damit er sich von denen dann das Geld wiederholt, damit die an das drankommen, wovon er sie vorher in der Produktion getrennt hat. Nein, genauso läuft es ja offensichtlich nicht. Sich das als Kreislauf vorzustellen, nimmt erstmal von der Diagnose weg. Der Reichtum in dieser Gesellschaft besteht offensichtlich darin, dass er von Leuten produziert wird, die nichts davon haben, um denjenigen, die ganz viel davon haben, ein Mehr von ihrem Reichtum zu produzieren. Das ist doch kein Kreislauf. Also, da bleibt eine Geldvermehrungsproduktion für die eine Seite, die viel Geld haben, im Werk gesetzt. Und benutzt dafür das Ausgeschlossensein der meisten Leute, um das hinzukriegen. Das war das, was gerade als Ausbeutung angesprochen wurde. Es wird verkauft, es wird auch gut verkauft. Es wird vielleicht wegen weniger Bratwurst verkauft. Aber es ist doch nicht, dass der Kapitalismus daran plant, dass es Zeug nicht verkauft wird. Das ist das eine. Das zweite, was ich eigentlich sagen wir schon vorher, wenn man sich schon die Diagnose stellt und sagt, immer mehr kommen die Leute in die Sachen ran, die sie brauchen, warum ist man so bescheiden, wenn man sagt, bedingungsloses Grundeinkommen, nur nicht gleich was die Leute brauchen. Also dieses hört sich schon sehr danach an, dass er von einer Machtarbeit aus denkt, das kann sich doch so eine reiche Gesellschaft leisten, sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also weil gar nicht von dem, was die Leute brauchen, denkt, sondern von dem, was die Gesellschaft sich leisten kann, damit sie weiter funktionieren kann. Das war ja vorhin schon im Gespräch gewesen. Also ich denke, man kann relativ einfach sagen, dass die Leute nichts haben, dass die Leute getrennt werden von dem Reichtum, den sie produzieren. Das ist doch Absicht. Das ist doch eine zu korrigierende Fehlentwicklung. Das ist doch gerade der Witz und der Zweck an der Geschichte, dass die Leute getrennt werden von dem Reichtum, den sie produzieren, und dass sie nichts von dem Reichtum, weil nämlich der die Produktion veranlasst, was davon haben will. Und deswegen, weil es Absicht ist, muss man sich auch im Klaren sein, dass wenn man das ändern will, dass man gegen diese Absicht vorgehen muss und nicht herkommen kann und sagen, ich habe einen Verbesserungsvorschlag, wir könnten die auch ernähren, das habt ihr bis jetzt alle noch nicht gesehen. Das war Absicht, das ist das Böse dann. Ich würde ja mal von der Seite her nochmal versuchen zu sagen. Darf sie nochmal nachdenken und vielleicht beantworten, statt noch alles von einem neuen Aspekt herauszuholen. Ja, aber das ist meine. Ich würde sagen, nein, die Versuche gingen jetzt alle dahin, ein bisschen den Widerspruch zu leugnen, der behauptet wurde, zwischen das Unternehmen verdient sein Geld damit, mit der Billigkeit des Lohnes, auch mit der Entlassung von Arbeitnehmern, die weitere Verbilligung seiner Produktion und so weiter auf der einen Seite und hat dann das Problem, die Produktion zu versilbern an wegen mangelnder Nachfrage, mangelnder Zahlungsfähigkeit der Arbeitnehmer, die es ja selber beschränkt. So war ja ungefähr der Ausgangspunkt. Da muss man jetzt auch nicht unbedingt jetzt mal die VWL-Kreislauftheorien oder ähnliches bemühen, sondern erstmal würde ich sagen, ja, den Widerspruch gibt es. Den Widerspruch produziert das Unternehmen auch in der Tat selber. Die Armut, das ist das, was man festhalten muss, die Armut ist insofern produktiv für das Unternehmen, weil es eben auf den Überschuss ankommt und zugleich auch Ergebnis der Produktion. Wie bewältigt das Unternehmen jetzt das Problem, ich produziere ja für den Absatz, um letztendlich meinen Produktionszweck, nämlich mehr Geld, als ich vorgeschossen habe, auch verwirklichen zu können. Ja, das Mittel dazu, die von ihm selber beschränkte Nachfrage wiederum zu seinem Mittel zu machen,
ne, für den Absatz. Worin besteht denn das? Das besteht doch darum, dass sie auch um die beschränkte Nachfrage konkurrieren. Und zwar genau dadurch, dass ich billiger produziere als der Konkurrent und insofern den größeren Teil der zahlungsfähigen Nachfrage auf mich ziehe. Also genau das Gleiche, was der Ausgangspunkt ist, ist zugleich das Mittel wiederum. Genau mit dem Ergebnis, dass ich selber in die Welt setze, umzugehen. Und insofern ist es zwar sehr wohl ein Widerspruch, aber einen, den die mit ihrem Mittel sehr wohl im Griff haben. Und zwar durch weitere Arbeit. Ja. Ich war jetzt kurz draußen, ich weiß nicht, ob jetzt auf was gewartet wird, auf eine... Ach so. Ja, aber das ist ja mein nächster Punkt, ist ja genau Produktivkraftentwicklung und mal das Verhältnis und bleibende Armut. Habt ihr da wahrscheinlich schon alles runter erzählt, aber ich war ja draußen, dann macht es ja auch nichts, dann erzähle ich es halt nochmal, dass ich es auch höre. Im Zitat heißt es: Durch den technischen Fortschritt sind wir heute in der Lage, alle benötigten Güter und Dienstleistungen zu erstellen. Man sagt immer zu allen wir, ne? Da muss man denken, so ein Quatsch. Gesellschaften, du und ich, wir sind gar nicht produktiv. Was können wir denn herstellen, wie wir jetzt hier zusammensetzen? Nehmen wir mal das Wir ernst. Ja, ist gar kein Geheimnis. Auch die Produktivkräfte im Kapitalismus, die Automation und was weiß ich, die Roboter und die schönsten Internetverzweigungen und Software und so weiter und so fort. Alles ist im Kapitalismus Privateigentum. Naja, und die Produktivkräfte gehören halt den Unternehmen, die sie in ihren Betrieben anwenden und weiterentwickeln, als Mittel ihres Gewinns. Mit den materiellen Potenzen der Arbeit entwickeln die Unternehmer ihre Quelle für Gewinn. Sie lassen immer Besseres und immer mehr Zeug für den Markt herstellen. Und dafür schrauben sie am Verhältnis der Geldgrößen. Vor allem, das hatten wir ja schon, die bezahlte Arbeit einsparen. Was Arbeit kostet und was sie bewirkt, dem Unternehmer also einbringt. Und das, die Rationalisierungen, Automatisierung und so weiter, das fällt damit zusammen. Die Arbeit für diejenigen, die sie erledigen, so unproduktiv wie möglich zu machen. Die soll nämlich weniger Kosten verursachen und mehr leisten. Deshalb wird die Arbeit so eintönig, so anstrengend, so lang. Gerade mit dem technischen Fortschritt. Diese Relation ist überhaupt der Witz beim technischen Fortschritt. T
technischer Fortschritt macht der Arbeit Beine. Sie leistet immer mehr und soll immer weniger davon haben. Die Produktivkraftentwicklung im Kapitalismus trennt die Ergiebigkeit der Arbeit als Quelle von Reichtum immer weiter von jenen ab, die sie verrichten. Das ist wichtig, weil ich weiß nicht, ob Sie überhaupt das Gleiche damit meinen, mit dem, wo ich gesagt habe, bezahlte Arbeit, ob wir da das Gleiche drunter verstehen. Aber man muss sich mal klar machen, Produktivität der Arbeit wird hierzulande nicht gemacht, um Arbeit unnötig zu machen. Dafür findet sie nicht statt, damit nicht mehr so viel gearbeitet werden muss. Sie findet dafür und nur dann statt, wenn sie den bezahlten Aufwand fürs Arbeiten lassen reduziert, den Geldaufwand fürs Arbeiten lassen. Bei ihr geht es also darum, Stückkosten, und das heißt allemal Lohnstückkosten, zu senken. Also nicht, nochmal, nicht Arbeit, sondern bezahlte Arbeit einzusparen, und zwar für den Betrieb. Und weil die Produktivkraft in der Marktwirtschaft eben dafür und nicht für Arbeitsersparnis und Erleichterung am Ende für das Geistersubjekt Gesellschaft entwickelt und angewendet wird, hat sie eine doppelte Verlaufsform. Von rentabler Arbeit, die sich für das Unternehmen lohnt, kann es gar nicht genug geben. Da ist es gar nicht so, dass die sagen, wir wollen keine rentable Arbeit mehr. Ja, wenn sie rentabel ist, her damit. Und das heißt für die Arbeitskräfte, entsprechend verschwenderisch wird mit der Lebenszeit und der Lebenskraft der Beschäftigten umgegangen. Die können gar nicht genug ausgepowert werden in der Arbeit. Und auf der anderen Seite, mit dem Lohn, gerade weil sie rentabel sein soll, wird geknausert. Für die Verschärfung des Verhältnisses von Lohn und Leistung, wofür hierzulande die Produktivitätssteigerung gut ist, wird gerne darauf verwiesen, an den Maßstäben, die damit gesetzt sind fürs Arbeiten. Da erweisen sich ganze Belegschaften für überflüssig, sind nicht mehr rentabel. Arbeit und Lebensunterhalt werden dann gestrichen, was dann in unserem schönen Wirtschaftssystem Rationalisierung heißt. Die Sache wird vernünftiger gemacht. Was eingangs als Befund an den Arbeitsleuten ausgedruckt wurde, also das steigende Produktivkraft, mehr materieller Reichtum und Arbeits- und Einkommenslosigkeit auf der anderen Seite. Das sind, wie das vorhin hier in der Debatte schon gefallen sind, nicht Betriebsunfälle, dass es diesen Widerspruch gibt, sondern das ist überhaupt, wofür die Produktivkraft eingesetzt wird hierzulande. Die Trennung von Arbeit und Nutzen zugunsten der Unternehmer ist gerade das Nützliche am Fortschritt für seine Macher. Und insofern gehört die Armut, also Einkommenslosigkeit oder prekäre Beschäftigung,
nicht nur einfach dazu zu unserem schönen System, sondern, das muss man mal ernst nehmen, ist allen Ernstes Zweck der Angelegenheit. Einkommenslosigkeit auf der anderen Seite, das als Befund, drückt einfach den kapitalistischen Zweck, wofür der technische Fortschritt eingesetzt wird, als Konsequenz, wie es sich bei den Menschen auswirkt, aus. Nochmal. Wichtig ist, sich zu überlegen, es ist ein Unterschied, ob man sagt, es ist ein Anachronismus. Und damit sagt, das hat keinen guten Grund. Und dem, was ich sage, das ist meine Diagnose, das ist ein Widerspruch, ja. Aber der gehört zu dem, wie hier die Sache mit der Produktivkraft, wie die Sache mit der Arbeit, wie die Sache mit dem Reichtum organisiert ist, notwendig dazu. Und dass es so rausgeht, ist nicht etwas, was passiert, sondern selber bezweckt. Es geht gerade darum, bei der Produktivkraftsteigerung, diejenigen, die die Arbeit verrichten, immer mehr von dem, was da geschaffen wird, eben auszuschließen. Das ist überhaupt der ganze Nutzen. Insofern offenbart das Nebeneinander von Produktivkraftsteigerung, immer mehr materieller Reichtum, und Existenzangst ganz was anderes, als was das Zitat daraus folgen lässt. Von wegen, da würden noch Möglichkeiten offenstehen, wie man damit umgeht mit der Produktivkraftsteigerung. Nein, man muss sagen, macht euch mal klar, was ihr da am Wickel habt, ist überhaupt ein Charakteristikum dessen, wie es hierzulande zugeht. Das ist nicht etwas, worüber man einfach sagen kann, braucht's doch nicht. Nein, so geht's zu in dieser Gesellschaft. Es ist halt doch eine Klassengesellschaft, in der das Kapital die Lohnarbeit nach Strich und Faden ausbeutet. Und ausgerechnet über so eine Gesellschaft sagen die Vertreter des BGE, die können mit Armut nichts anfangen und wartet darauf, dass ein schöner Vorschlag kommt, der sie endlich vor der Armut befreit. Das stimmt einfach für diese Gesellschaft nicht. Also, ich rede Sie jetzt halt direkt an, weil Sie haben sich getraut. haben Sie verstanden, was ich meinte mit dem Unterschied, ob man nicht dann doch dran denkt bei der Automatisierung und so weiter? Ja, ja, da wird Arbeit eingespart und das hat halt eine Kehrseite. Ja, das Arbeit, also das ist ja so, es gibt ja für die Arbeit Geld. In dem Geld ist ja das, was hier alles ausgeführt, die Trennung vom Reichtum, der mit der Arbeit erzeugt wird, passiert. Und jetzt ist ja der Gedanke sehr absurd zu sagen, wenn das die Bestimmung ist, die Leute vom Geld, vom Reichtum auszuschließen, jetzt ist es ja versehen, dass da passiert ist von diesen Befürwortern und da kann man ein bisschen was ändern und dann ist alles wieder in Ordnung. Weil das verharmlost ja wirklich das Ganze, was vorher passiert wird und sagt, das ist ja nur aus Versehen passiert. Und nicht die Absicht und die Bestimmung dessen, was passiert. So habe ich das jetzt verstanden im Vortrag. Muss man da nicht sogar sagen, dass Produktivkraftsteigerung und Armut, was die ja immer im Gegensatz zueinander setzen. Ja, trotz Produktivkraftsteigerung gibt es Armut.
man eigentlich genau umgekehrt zusammenschließen muss. Weil die ganze Produktivkraftsteigerung zu keinem anderen Zweck stattfindet, als das Geld, was man zahlt für den Lebensunterhalt der Leute, im Verhältnis zu dem Reichtum, den der hat, mit ihrer Arbeit und halt an den Maschinen, an denen sie rumstehen, geschaffen wird, zu vermehren. Sodass eigentlich Ausgeschlossenheit von Reichtum und Produktivkraftsteigerung zusammenfallen. Übrigens auch historisch. Ein Argument zu dem anachronistisch zu dem ist nicht mehr zeitgemäß. Also die schlimmsten und größten Armutsperioden, die wir kennen, so in der Geschichte, waren ja genau die, in denen die Produktivität gesteigert worden ist, nämlich die industrielle Revolution. Also genau diese Explosion der Produktivität hat das bewirkt, dass eine Armut eingesetzt ist, die es vorher überhaupt nicht gekannt hat, anstatt ein Reichtum, den man vorher nicht gekannt hat. Tja, wenn ihr nichts erzählt, muss ich weiter erzählen. Ich habe noch einen kurzen Punkt, da komme ich auch noch auf die restlichen Zitate. Ich möchte erst mal ein Resümee machen. Lohnarbeit. Das heißt, dass in der Arbeit selbst, in der Marktwirtschaft, ein Gegensatz liegt. Worauf es ankommt, wenn sie stattfindet, naja, das ist der Überschuss an Geldreichtum, den sie für ihre Anwender produziert. Die Arbeit ist deswegen selber ein ökonomischer Kostenfaktor, der sich lohnen soll. Arbeit muss möglichst billig sein und dabei möglichst viel leisten. Das ist die Vorgabe. Es wird überhaupt nur gearbeitet, wenn und damit ein Unternehmer sich an diesem Verhältnis von Kosten und Überschuss bereichert. Und entsprechend dieser Vorgabe wird die Lohnarbeit von den Herren über die Mittel der Produktion eingerichtet und zugerichtet. Ihre Maßstäbe stehen dabei, und das ist das, was immer mit Gegensatz gemeint ist, stehen unmittelbar und unversöhnlich zu den Interessen der Arbeitskräfte. An was Sie an Ihre Arbeit haben. Nämlich die möglichst ausgiebig auszubauende Seite an Ihrer Arbeit, Ihre Leistung, die doch für die anderen Anstrengung bedeutet und auf Ihre Kosten geht, ist eben im Interesse des Unternehmers. Und was die Arbeitskräfte von ihrer Arbeit haben, ist für die andere Seite der Kostenfaktor.
Und das muss man sich klar machen. Überhaupt, man sagt immer so schnell, durch die Automatisierung verschwindet die Lohnarbeit. Das ist nach wie vor immer noch die größte und massenhafteste Quelle von Lebensunterhalt. Ist immer noch das, was an Lohn gezahlt wird. Aber genau dieser Lebensunterhalt ist eben in der Marktwirtschaft ein entsprechend zurechtgemachter Kostenfaktor. Also etwas, dem es sich, soweit wie es halt geht, zu entledigen gilt. Und umgekehrt ist die Bereicherung des Unternehmers mit der Arbeit, ist überhaupt die Voraussetzung, die Bedingung, dass ein Lebensunterhalt abfällt. Und sein Interesse entscheidet darüber, wie schlecht und recht der Lebensunterhalt ausfallen kann und darf. Weil wenn die Arbeit diesem Interesse nicht genügt, dann gibt es halt nicht mehr. Dann unterbleibt sie und der ganze Lebensunterhalt entfällt. Warum erzähle ich das alles? Dieses Resümee, das wisst ihr auch alle. Und so ein Geheimnis ist es ja nicht, wie die Unternehmer kalkulieren. Dann schaut euch mal das Zitat, ich glaube, das ist Nummer 3. Schaut euch das mal an. Weil auch den Vertretern vom BGE ist es bekannt, dass es einen Interessensgegensatz gibt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Aber wie reden die drüber? Die sagen, Erwerbsarbeit in einer Grundeinkommensgesellschaft wird von beiden Seiten, Arbeitskraftanbieter und Kapitalanleger, im Hinblick auf den Sinn der Tätigkeit und die Arbeitsbedingungen sorgfältiger ausgehandelt werden, als es bisher unter dem Diktat der Not geschah. Also die werben jetzt, was mit ihrem Grundeinkommen alles in der Welt ist. Die Menschen werden im höheren Maße das tun, was sie tun wollen. Das kann die Effizienz der Erwerbsarbeit steigern, sodass künftig mit weniger Arbeit mehr und Besseres erreicht werden kann. Okay, man merkt, zweifellos, die reden über die gleiche Realität wie ich. Kommen alle vor. Erwerbsarbeit, Arbeitskräfte, Kapitalanleger. Alles, was ich in meiner Zusammenfassung gesagt habe, kommt da auch vor. Aber wie? Wie kommt es denn vor? Diktat der Not. Da muss man sagen, das ist schon eine Leistung von denen. Dass man Diktat denken kann ohne Diktator. Lauter unfreie, diktierte Subjekte, ohne jemanden zu denken, der sie diktiert. Und auch nicht zu fragen, warum diktiert er sie und wofür denn eigentlich? Ja, ein Gegensatz wird angetippt. Immerhin werden Leute zu etwas gebracht, was sie nicht wollen. Weiß man schon gar nicht. Offensichtlich steckt drin, wenn sie es nicht wollen, dann wird es ihnen wahrscheinlich nicht gut tun. Aber machen die auch kein großes Aufhebens drum. Aber sofort wird wieder weitergedacht. Ja, ohne Druck müsste das ja nicht sein. Man kennt nur schlechte Bedingungen, unter denen gedeiht, dass die Leute sich ausnutzen lassen müssen. Ohne Grund, wofür sie ausgenutzt werden. Und auch kein Zweck, wofür sie ausgenutzt werden. Denkt man doch, Erpressung, Erpressbarkeit. Das braucht doch ein Interesse.
wofür das da erpresst wird. Das, was von demjenigen will, den er erpresst. Nö. Sinn der Tätigkeit. Ja, das kann man dann sorgfältiger aushandeln. Aber Sinn der Tätigkeit. Denkt man, Mensch, worin besteht denn der Sinn der Tätigkeit? Also, die reden ja von Erwerbsarbeit. Ja, für Unternehmer, die tätig sein lassen, hat der einen ganz anderen Inhalt der Sinn der Tätigkeit als für diejenigen, die tätig sein müssen. Für die einen ist es eben für einen Unternehmer, das ist die Leistung, die ich mobilisieren muss fürs Unternehmen, weil davon hängt mein Gewinn ab. Ja, für die Arbeitskräfte ist es die Anstrengung, die sie verbraucht, verschleißt, kaputt macht. Da merkt man, sorgfältiger aushandeln, die tun so. Ja, als gäbe es da eine Mitte zwischen diesen beiden Positionen. Nur, wenn man sich mal überlegt, worin die, wenn man mal dem nachgeht, wovon die alles abstrahieren, also wofür die Leute erpresst sind und ja, warum, dann merkt man, da handelt es sich um einen handfesten Gegensatz und da lässt sich nichts vermitteln. Da können sich nicht beide Seiten treffen, wenn sie sagen, tun wir mal ein bisschen sorgfältiger miteinander umgehen. Und deswegen verfehlen sie sich auch nicht, wenn sie nicht sorgfältig miteinander umgehen. Und die eine Seite unter Druck steht. Okay, worin enden sie dann? Ja, genau in dieser Tour, einerseits einen Gegensatz anzusprechen, aber den gar nicht erstens nachzusteigen und zweitens gleich weg, ja, wegzumachen. Ja, genau, aus Versehen, ja, als wäre das eine Sache aus Versehen. Okay, mit weniger Arbeit Besseres erreichen. Denkt man, ja, ja, wer will schon mit viel Arbeit Schlechtes erreichen? Gut, also gut für die Unternehmer, die ja bekanntlich immer das Beste für ihre Arbeitskräfte wollen. Und gut für die Erwerbsabhängigen, genau weil die Unternehmer ja gerade das Beste wollen. Schreiben Sie weiter. Auch die Unternehmer gewinnen. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind besser zur Leistung im Sinne ihres Unternehmens motiviert. Denn sie können ja wesentlich freier entscheiden, ob sie gerade diese Arbeit leisten wollen. Also sagen Sie, auch die Unternehmer haben was von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Denn dann sind die Leute mehr motiviert. Weil sie müssen ja nicht arbeiten, sondern sie können ja arbeiten. Jetzt denkt man, okay, jetzt wenn die Erpressbarkeit weg ist, machen die Arbeitskräfte dann freiwillig das, wozu sie vorher gezwungen waren. Weil über einen anderen Gehalt wird ja nicht geredet. Wird ja gar nicht gesagt, die müssten jetzt was anders machen. Denkt man nachträglich über das Diktat der Not, naja, so schlimm kann das wieder nicht gewesen sein. Und ja, was machen sie denn dann? Leistung für das Unternehmen steht hier. Nur
denkt man Leistung im Sinne des Unternehmens. Brauchen jetzt da die Unternehmer ein Grundeinkommen dafür? Nein, die sorgen schon dafür. Und zwar mit ihrem Regime über die Arbeit, dass die Arbeitskräfte das leisten, was von ihnen verlangt wird. Da wird das, was die machen müssen, werden von Unternehmer festgelegt und er legt auch fest, was es sich das kosten lässt. Der subjektive Faktor, der wird von Unternehmern von hint bis vorne definiert. Man weiß es, sogar die Pisspausen sind geregelt in Fabriken. Dafür nutzen die Unternehmer ihre Macht über die Leute. Dafür geben sie auch richtig Geld aus für die Leistung im Sinne des Unternehmens. Dafür lassen sie ganze Fabriken konstruieren. Und dafür gibt es eigene Berufe und eigene Abteilungen. Hatten wir ja schon bei der Produktivkraftsteigerung. Ingenieure konstruieren Maschinen so, dass man halt möglichst viel Leistung aus den Arbeitskräften rausholen kann. Zur Leistung wird nicht motiviert. Höchstens in dem Sinne, dass die Unternehmer sagen, du musst. Für sie wird kein vernünftiger Grund in Anschlag gebracht, was damit motiviert nahegelegt wird. Weil weder braucht es einen vernünftigen Grund, noch wäre ein vernünftiger Grund überhaupt zu haben. Die Leistung beruht eben auf totaler Alternativlosigkeit, eben, dass man halt für Geld arbeiten muss. Und Motivation ist eine verlogene Art, darüber zu reden, dass die Leute sich mit Willen und Bewusstsein all dem anzupassen haben, was von ihnen verlangt wird. Das können Personalchefs machen, wenn sie die Leute fragen, sind sie denn motiviert, bei uns zu arbeiten? Aber das sollte man sich nicht zu eigen machen, als die Wahrheit des Verhältnisses. Und woran passen sie sich an? Naja, Leute, denen alle Möglichkeiten fehlen, für sich selber zu sorgen mit ihrer Arbeit und dafür eben jemanden brauchen, einen Arbeitgeber. Die machen halt das mit, was von ihnen verlangt wird. Sie lassen sich ausbeuten. Also, was man da vor sich hat, ist ein ökonomisches Herrschaftsverhältnis, was man in der Arbeit vor sich hat. Dagegen ist die Vorstellung richtig albern, dass die Unternehmer auf ein Grundeinkommen gewartet hätten. Ja, wofür eigentlich? Dass sie ihre Herrschaft über die Arbeiter perfektionieren können? Also, jetzt mache ich mal langsam Schluss. Das BGE, und das wollte ich jetzt in der Hinsicht zeigen, malt zum einen fiktive Probleme aus, dass die Unternehmen mit fiktiven Problemen, dass die Unternehmer ein Problem hätten und das BGE die Lösung dazu wären, Leute zu motivieren. Und zweitens, was ich hier zeigen wollte, ist die Art und Weise, wie das BGE über den Laden hierzulande, nämlich in der Form, die Gesellschaft braucht, nachdenken. Die Art und Weise, über die Gesellschaft nachzudenken, die taugt nichts. Weil, um es knapp zu sagen,
Unternehmer machen ihren Mannschaften, ihren Arbeitskräften bestimmt Probleme. Aber die Gesellschaft hat keins. Sondern ist die schönfärberische Benahmung für einen Klassengegensatz. Gerade das Absehen, das wollte ich noch an dem Zitat zeigen. Wie die Leute über den Gegensatz reden und ihn gleichzeitig um die Ecke bringen. Und da ist die Gesellschaft genau dieses Absehen. Das ist ein Synonym für dafür, nicht wissen zu wollen, welches widersprüchliche, gegensätzliche Verhältnis hierzulande in Sachen Arbeit und Reichtum herrscht. Bevor ich jetzt Schluss mache, will ich noch einen Hinweis geben auf ein Buch, der auf dem Zitatezettel noch steht und das ich am Anfang noch nicht hingewiesen habe. Nämlich der Gegenstandpunkt Verlag hat sich mal Mühe gemacht, dieses Verhältnis von Arbeit und Reichtum in unserer Gesellschaft durchzugehen, von dem, wie es eben am Geld, womit man doch alles kaufen kann, also auf dem Markt auftritt, bis hin zur Produktion, bis hin zu dem, was dann die ganze Finanzabteilung überhaupt damit zu tun hat, bis hin zum internationalen Vergleich der Standorte. Und da mal dem gegensätzlichen Verhältnis von Arbeit und Reichtum nachzusteigen, worin da überhaupt der Gegensatz redet und nicht zu sagen, Standortvergleich, das ist so ein Problem, das unsere Gesellschaft hat. Das kann ich nur empfehlen und es liegt am Büchertisch aus. Und dann noch ein zweiter Hinweis. In einer Woche soll es im Nachbarschaftshaus auf unsere Diskussionsveranstaltung damit weitergehen. Nämlich, was heute schon angesprochen ist. Das Wir, das hat nämlich noch ein anderes Subjekt. Da ist nämlich an jemanden gedacht, der das alles umsetzen soll. Das ist schon mal erwähnt worden, nämlich der Staat. Und jetzt ist es so, dass manche Politiker, wie gesagt, über das BGE ganz positiv nachdenken und nicht einfach zu denen sagen, bleibt uns doch mit dieser Idee vom Leibe. Geht ja eh nicht, sondern sagen, nein, könnten wir überlegen, wie wir die umsetzen wollen. Und da wollen wir zeigen, woran die denken. Das ist eben dann ihr Problem, was sie mit den Armen haben und nicht das Problem, was die Armen haben. Sie haben nämlich ein Kassenproblem mit den Armen, wenn sie ans BGE als Lösung denken. Aber das soll dann Thema von unserer nächsten Veranstaltung sein. Also ich mache jetzt mal Schluss und wenn es noch was zu diskutieren gibt, kommt nur damit. Also wir müssen noch nicht, es ist noch nicht so laut, dass wir schon die Diskussion beenden müssen. Bitte, oder? Meint ihr das Gegenteil? Es wird lauter, deswegen habe ich jetzt so